Spekulatius Gewürzmischung. Diese Gewürzmischung ist lecker, aromatisch und gehört zur Vorbereitung der Weihnachtsbäckerei einfach dazu. Gehen wir zu den Zutaten. Vor mir habe ich 3 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Ingwerpulver, 1,5 Teelöffel Muskatnuss, 3 Nelken und 2 Kardamomschoten. Kardamom wird übrigens auch oft und viel in der persischen Küche für Desserts angewendet. Hiervon benötigen wir nur die Samen, deswegen die Schale einfach aufschneiden und die Samen herausnehmen. So sehen die Samen aus. Ich gebe diese ganzen Gewürze jetzt in meine kleine Kaffeemühle, um sie klein zu mahlen und bin dann somit fertig mit meiner Spekulatius-Gewürzmischung. Diese Gewürzmischung ist natürlich ideal für Kuchen und Kekse, hat aber auch ein paar andere Anwendungen. Eins davon werde ich euch beim nächsten Video zeigen. Also abonnieren und Daumen hoch, falls ihr sehen möchtet, wie man hieraus was Leckeres und Gesundes machen kann. Tschüss!